È stato molto divertente, molto bello. È stato proprio, ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a suonare poche ore prima del concerto, quindi proprio è stato molto veloce e facile, perché quando insomma si ha la possibilità di, no, di farlo con persone e musicisti di livello diventa tutto facile e naturale. È stato molto divertente, devo dire che la connessione è arrivata subito. Io avevo già sentito a Samuele, avevo già, l'avevo detto che avevo già ho le sue registrazioni al mio Spotify e così, allora sapevo già che era geniale, che era un artista fantastico. Poi lui, devo dire, lui è un artista molto molto sensibile, cioè quando abbiamo iniziato a provare mi sono reso conto che ogni piccola cosa che faccio, il respiro così, era estremamente connesso. Allora è andata molto, sì, era molto naturale, cioè, molto divertente. Har gibt auch viele interessante Orte zu spielen. Zum Beispiel heute haben wir in einem Café-Restaurant gespielt, das ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben mindestens und mit dem Geruch. Und gestern haben wir in einem Weinkeller gespielt. Er war ganz kühl, aber es war eine ganz wunderbare Stimmung. Aber für mich persönlich ist besonders schön in Stanglerhof, weil so wenn ich außer bin, und das ist so schöne Natur, und dann im Konzert in so einem intimen Raum und mit Publikum, und das ist wunderbar. Das ist Wir spielen natürlich sehr viele Konzerte nur mit uns vier und wir treffen uns jede Woche mehrmals zu proben. Und dann, wenn ein anderer sehr inspirierender Künstler dazu kommt, ist es auch interessant für die Dynamik so in der Gruppe. Und wir werden oft, also mit solchen Musikern wie Pablo und die Leonkoros und der Samuele, dann werden wir sehr inspiriert. Mein Name ist Ivan und ich komme aus Norwegen. Viele Bilder meiner Kindheit haben mit dem Meer zu tun. Der Geruch von salziger Luft und der weite Blick über die unendlichen Wellen. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich in einem Seniorenorchester gespielt. Unsere alte Leiter dort wollte immer das folgende Lied spielen. Und jedes Mal hat er gesagt, dieses Lied wünsche ich mir bei meinem Begräbnis. Es heißt auf Norwegisch, jeg lagde meg så silde.
Also ja, wir sind 50% des Leonkoro Quartett und wir haben uns vor 2 Jahren in der Besetzung zusammengefunden und haben noch gar nicht so viele Konzerte gespielt, aber das kommt. Ja, aber es kommt jetzt und wir sind aus einer ganz anderen Situation, aus einer Wettbewerbssituation jetzt direkt nach Südtirol gekommen und es ist sehr, sehr schön hier, sehr urlaubsmäßig und trotzdem spielt man Konzerte, lernt tolle Leute kennen und es ist auch für uns als Quartett, glaube ich, eine gute Zeit zum Entspannen und zum ein bisschen stressfreier und ein bisschen. Man merkt von Tag zu Tag, wie das Stresslevel sinkt und man mehr ankommt und sich gelassen an die Konzerte ranmachen kann. Das ist die gute Luft. Ja, die Bergluft. Ja. Also hier haben wir ja Ravel gespielt, das spielen wir eigentlich sonst auch immer noch mit anderen Stücken zusammen und da haben wir es halt irgendwie alleine gespielt. Aber es ist auch voll schön, hier irgendwie so nah plötzlich am Publikum zu sein, weil normalerweise waren wir jetzt in der letzten Zeit jedenfalls irgendwie immer so weit weg von den Leuten, man hat sie fast nicht gesehen. Und hier war es wirklich, man kam zusammen, hat so wirklich gefühlt, was die Leute fühlen. Das war schön und ganz anders. Ja. Und die Kombination der Programme ist besonders. Der Ravel an sich ist nicht kein unkonventionelles Stück, sondern ein sehr beliebtes Stück, auch in normalen Konzerten. Aber einfach dadurch, dass man ihn hier in einer Kulisse spielt, wo er normalerweise nicht gehört wird, dadurch und dann in Kombination mit interessanten anderen Stücken wird es zu einem ungewöhnlichen Abend und das ist sehr schön. Ja.